Dieses Modell hier, das geht bei den meisten nicht mehr als Tiny House durch, denn die Breite ist so breit, dass man sagt, das passt nicht auf einen LKW auf einmal. Das ist jetzt auch das Modell Amrung. Ich habe schon mal die Tür aufgemacht. Und das ist eigentlich ein Doppelhaus. Das bedeutet für uns in Holland, sagen wir doppel, das ist aus zwei Teilen. Und das wird aus zwei Teilen eigentlich durch die Fabrik. Dann bauen wir das einmal hier vor Ort eben zusammen. Nehmen wir das wieder auseinander und dann geht das auf LKW hoch Richtung unserer Kunde. So, die Breite nochmal ungefähr von dem? Ja, die hat jetzt 7 Meter Überbreite. Also 7 Meter? 7 Meter Überbreite bei einer Länge von 8,50 Meter. 7 Meter Überbreite, ja. So, das sehen wir hier. Das ist ein großes Haus, was wir haben, Amrun. Die Wohnfläche ist wirklich groß. Ja, die ist doch sehr groß. Das würden wir gleich von innen auch sehen. Da hat so ungefähr 44 Quadratmeter von innen, wenn man mal die Wände und alles abrechnet. Dieses Haus haben wir schon richtig gut isoliert für Deutschland. Das bedeutet eigentlich, dass es laut der GEG-Norm, der frühere ENEV-Norm, schon mal gebaut worden ist. Also deshalb steht er auch schon auf Zierenberg und in Flensburg, wo man sich das Haus schon ansehen kann. Es sieht von außen gar nicht aus wie ein Tiny House. Kriegt ihr auch diese Doppelhaushälften mit Flachdächern? Ja, kann man auch mit Flachdächer bekommen. In diesem Fall hat er ein Satteldach. Also da kann man echt richtig die eigene Wahl treffen. Wow. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es drinnen aussieht. Ja, das Ganze ist konfigurierbar von den Innenmaßen. Eigentlich kann ich sagen, wie die Innenaufteilung sein soll. Ja, wenn man als einzelne Modell bestimmt, dann haben wir natürlich bestimmte Aufteilungen, die schon vorgegeben sind. Aber bestimmte Änderungen kann man nach Rücksprache schon mit den Mitarbeitern und den Beratern von Vitalcamp machen. So, hier sieht man die Außenfassade. Das ist Alu? Was? Ja, das ist eigentlich eine, da haben wir gewählt, weil wir wollten eine sehr moderne Art nehmen. Hier haben wir eine Sandwich-Paneele genommen und da haben wir wirklich wieder mit Echtholz verschichtet. So, das sieht doch schick aus. Du sagst, der blaue Test, den wird er bestehen. Ja, der wird bestehen. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Wir gehen rein in ein Haus, das aus zwei Tiny-Häusern besteht. Und ob man das sieht und wo man es sieht, das ist interessant. Ja. Es ist ja so jetzt im Moment zusammengesetzt, dass es wieder transportiert werden kann. Deswegen sind hier unten jetzt Klebestreifen drauf. Wenn das denn später final montiert wird, was wird denn statt den Klebestreifen montiert? Naja, jetzt ist eben der Boden eben hier verklebt, weil der natürlich eben hier auch wieder aus Musterhaus weggeht. Normalerweise wird der genau zugeschnitten, dass das genau hundertprozentig passend ist. Okay. Das wird ein Musterhaus und die Raumgröße ist groß. Ja, dieser hat eigentlich ungefähr so bei die 45 Quadratmeter innen hat er. Hier haben wir eigentlich die Ecke gebaut, wo gleich bei der Küche der Sitzgruppe sein könnte. Jedenfalls hier der Esstisch und so möglich. Na, hier ist genau die Trennung, würde ich mal genau sagen. In dem mittleren Bereich haben wir genau die Trennung liegen. Und hier wird das dann wieder so verarbeitet, wo der dann zusammengebracht wird. Das Aufbauen vor Ort, wie lange dauert das? Ein Tag. Eigentlich innerhalb einen Tag. Wir kommen morgens eigentlich in der Nacht, wird transportiert. Wir kommen morgens eigentlich, sind wir dann schon da und dann wird erst ein Teil aufgebaut, dann bauen wir das zweite und dann bringen wir nochmal eben die Endverarbeitung hier an. Das heißt, die Techniker, die das aufbauen, die bringt ihr gleich mit? Ja, die bringen wir gleich mit. Ja, erst wird mal erst regendicht gemacht, würde ich mal sagen, von außen. Und dann kommen die Kollegen einen Tag später und die bauen dann eben das nochmal von innen ganz schön zusammen. Warte, ich stelle mich mal in die Ecke, dass man mal den ganzen Platz mal sieht. Das ist ja ein richtiges Haus. Dies ist eher ein richtiges Haus, ja. Auch das Gefühl, weil es natürlich 7 Meter Überbreite hat, hat man einen richtig großen Raumgefühl, auch als ob man zu Hause sein könnte. Wow. Ja, denke ich. Da gibt man recht. Guck mal hier, auch hier die großen Fensterflächen. Da habt ihr die Gardinen ja selber gemacht. Die sind natürlich angepasst hier an die Fensterfläche. Ja. Das ist schön gemacht, oder? Ja, da sind auch Leute, die sagen, ich möchte es eben selber machen. Dann holen wir es runter, weil dann hat man natürlich noch mehr Flächen, noch mehr Fensterfläche. Preis, wo liegen wir ungefähr bei dem? Der Amrung, der liegt am Moment bei die 140.000 Euro. 140.000. Und dabei ist aber die Küche mit drin? Ja, eigentlich, so wie die hier steht, ist die Küche mit drin. Wir würden gleich sehen, Bad ist mit drin. Hat natürlich hier die Küche, hat er jetzt ein Ceranfeld, hat der Kühlschrank ist dabei
Mikrowelle mit Ofen integriert. Komplettes Badezimmer, zwei Schlafzimmer und das große Vorteil von der Amro-Modell ist, der ist schon so isoliert, dass der laut der deutschen Ehe-Gag gebaut worden ist. Also nach der neuesten Norm. Richtig nach der größten Norm, ja. Was wir zusätzlich noch machen, wir haben die Löcher schon mal eben vorgebohrt. Hier kommt noch das Luft-Luft-Klimagerät, kommt hier noch zu hängen. Mit einem Innengerät hier und im Schlafraum. Das kann kühlen und heizen. Ja, kühlen und heizen, stimmt, ja. Und jetzt hast du hier vorne Garderobe, was ist das hier? Ja, stimmt, wir haben eben noch eine Garderobe, weil wir haben natürlich versucht, eine bestimmte Aufteilung zu machen, wobei Leute das gleich selber und eigentlich die große Teil alle genießen. Wie wird das dicht gemacht hier, die Falz? Ja, der wird eigentlich gleich, man ist der jetzt nur mal eben so zerklebt, weil später wird der genau geschnitten, sodass er genau passend ist. Aber weil wir das jetzt als Muster hier stehen hat, wird der auch wieder als Muster weggehen natürlich. Nee, aber jetzt das Zusammenfügen des Hauses, damit die beiden Hälften auch dicht sind, jetzt nicht nur der Teppich. Wie geht ihr dann hier vor? Wird das Haus verklebt in sich oder verschraubt? Ja, stimmt. Das Haus wird eigentlich hier auseinandergenommen. Dann wird das linke Teil und das rechte Teil auseinandergenommen. Wie, mit Schrauben, oder? Das ist jetzt hier verschraubt natürlich. Und dann wird es auseinandergenommen. Dann wird es an einer Seite, beide Seiten komplett zugemacht. Und dann später geht es auf LKW rüber. Und dann später machen wir das, glaube ich, wie wir es hier auseinandernehmen. Also ihr könnt das? Ja, keine Angst. Was ist da drin? Wenn wir gerade mal in diesem Raum haben wir eben oder Abstellraum oder ein Schlafzimmer mit zwei einzelnen Betten. Also da hat man wirklich die Möglichkeit, das selber auch nach eigenen Einfluss einzubauen. Stark. Ja, also das ist ein toller Raum. Und noch richtig groß, noch immer Schränke mit eingebaut. Arbeitszimmer, Steckdosen. Kann der Kunde sagen, ich will mehr Steckdosen haben? Geht das? Ja, klar kann man das angeben. Jetzt ist dies ein Standardmodell, was jetzt schon in Zierenberg und in Flensburg steht. Man kann sich das da auch ansehen. Individualgestaltung ist immer möglich, aber hauptsächlich bauen wir dieses Modell wohl in Serie. Wobei wir eben jetzt auch aufgeteilt haben, dass man das auch richtig als Schlafraum nutzen könnte. Die Schränke sind mit drin? Die sind alles mit drin. Mit drin. Und auch, wenn man nach Zierenberg und Flensburg schaut, da haben wir auch die Betten komplett mit drin. Mhm. Und die gehören auch dazu. Nur haben wir es hier gerade jetzt stehen. Das wäre der große Schlafraum, würde ich mal eben sagen, mit eingebauten Schränke wieder. Immer wow. Also ich bin ganz beeindruckt. Jede Tür hat was Neues. Ja, jetzt kannst du ja ein Versorgungshaus noch bauen, ein kleines, ja. Oder? Ja, wäre möglich, wenn man das möchte, ja, bestimmt. Also für die Sachen. Auch wieder große Fenster eben, die kann man auch wieder richtig zum Öffnen nutzen. Überall wieder Gardinen. Was ich toll finde, ist dieses Deckenhohe. Ja. Das schafft natürlich sehr viel Raum. Ja, das stimmt. Und es macht das auch nicht so tiny, weißt du, das ist dann eher sehr großzügig. Nee, das merken wir natürlich, genau das große Raumgefühl, ja, das bringt auch die Größe mit rein und dass Leute auch sagen von wow, was ist das groß. Also ich erkenne das Gefühl, guck, hier hat er überall auch wieder Schränke, ist wieder komplett vorgesehen. Also auch hier wäre noch richtig der... Sag mal, du hast den Effekt erwähnt, auf der Messe in Essen. Ja. Da waren die Leute, haben es von außen gesehen, fanden es nicht schlecht, sind reingegangen und waren total baff. Ja, was wir dann außen schon merken und natürlich uns schon bekannt war, wenn die Leute das Haus sehen von außen, denken die wow, aber und dann denken die es noch, tiny ist für uns zu klein, aber da waren die drinnen und wir haben die Quadratmeter erwähnt. Ja, da konnten die Leute es überhaupt nicht vorstellen, dass man so viel Platz hat in ein so kleines, Zwischenklammer, Tiny House. Gut, das macht natürlich diese hocheffiziente Bauweise, dass du keine Wände hast, die einen halben Meter dick sind oder 6 cm, sondern du hast hier ganz dünne Wände, die aber extrem gut dämmen, oder? Ja, die sind extrem gut. Wir haben doch sehr hochwertige Wände. Die werden auch, sind alle geprüft worden mit einem Wärmeschutznachweis später. Und eine Statik liegt dann immer vor. Und das wird auch immer bei den Architekten von Vitalcamp, die kümmern sich da in jedes separates Bundesland dafür. Ja. Also jedes Bundesland ist ja anders. Ja. Thema Baugenehmigung sagst du, also wenn die Dachform jetzt nicht zwingend wäre, klar, wenn die reinschreiben Flachdach, dann geht das Modell jetzt nicht. Dafür habt ihr andere Modelle. Ja. Ich kann lüften aktiv.
Ja, man kann aktiv lüften. Man sieht da hier zurück in den Wohnraum und hier im Schlafzimmer war der gerade auch. Da oben? Ja. Ja, da oben, und das haben wir auch hier im Schlafraum, haben wir das auch komplett. Also ja, ist richtig gut vorgesehen. Die sind mittlerweile sehr leise. Was ich auch gesehen habe, es gibt so Wärmetauscher, die blasen und ziehen immer im Rhythmus hin und her. Ja. Und das spart ja nochmal Energie. Auch ja, das könnte stimmt. Man nachrüsten. Wir haben noch im Bad, haben wir noch Bad. Übergeschlagen. Das geht dann mal hier in diese Tür rein. Okay. Also auch wieder Glastür. Und die Türen haben wir auch, weil wir natürlich viel Erfahrung gesammelt haben, sind die Glastüren von der Dusche alle mit konischen Rädern, also Stahlrädern, weil sonst wird das wieder nicht lange aushalten. Also du sagst, das ist gebaut für die Ewigkeit. Kann man das Bad noch mal renovieren später? Geht das? Ja, man kann es mit dem Bad bestimmt renovieren, weil das sind normale Fliesen, wie jeder zu Hause hat. Und die Wände, das sind schon in der Name, ist Fibo Trespo, sehr hochwertige Art von Fliesoptik. Und der haben wir jetzt in zwei Farbtonen hier mal gebaut, wieder mit einem Bademöbel, mit Schublade und alles drin, sodass man auch irgendwie genügend Raum hat zum Stauen. Also es fühlt sich überhaupt nicht an wie ein Tiny House. Gar nicht. Nee, aber der Begriff ist natürlich sehr groß, weil was für der eine Tiny ist, ist nicht für der andere Tiny. Und das macht es eigentlich auch schön, dass man da viel Art von Möglichkeiten hat. Also Echtglasdusche, vorgebautes WC. Überall habt ihr auch schöne Kantenschutz hier aus Alu, nehme ich an, oder Holz, egal. Ja, nee, schön das gemacht. Ist Alu in diesem Fall. Ja. So, und dann siehst du hier. Für auch die alles aufzuhängen. Schön. Und das hier ist echt gefliest? Das ist echt gefliest. 100%. Ja. Das kann man schön auch in die anderen Videos schon mal erkennen, dass da wirklich echt gefliest wird. Da haben wir hier noch in der Technikraum. Warte, ich komme. Da ist die mit Technik der drin. Boiler drin. Und hier ist die große Dinge nach eben, der Elektrikschrank. Da ist Elektrik. Die Elektrik drin ist. Warte, ich halte mal drauf. Also Sicherungskasten, FI und so weiter. Ja. Hauptschalter, der geht nach Deutschland, gell? Der hier? Dieser geht nach Deutschland, ja. Deutsch beschriftet. Muss es auch deutsch beschriftet sein, nicht holländisch, weil dann wird es nicht klar. Nee, wir gucken natürlich, weil wir sind natürlich nicht nur in Holland unterwegs, auch wenn wir ein holländischer Hersteller sind, ist Deutschland der große Markt für uns, wo wir das mit Vitalchem zusammen machen. Und dann haben wir wirklich andere, auch die Länder wie Österreich, Schweiz, Norwegen, Dänemark, also auch genau die kälteren Länder, wo es kalt ist, da bauen wir eigentlich unsere Häuser hin. Jetzt scheint die Sonne draußen, aber hier ist jetzt kälter wie draußen im Moment. Aber das ist auch die Isolation von das Haus. Die Nachtkälte bleibt auch noch richtig drin. Ja. Ihr verkauft hier in den Niederlanden nur in die Provinz Holland, oder? Nee, wir machen das eigentlich in Niederland. Also wir sind auch, wenn wir Fußballspieler sind, wir Holländer und sonst sind wir Niederländer. Weil du sagst da und Holland, aber du meinst die Niederlande. Ich meine die Niederlande, aber das geht bei uns hin und her. Also ich wohne im Süden Holland, wir sind jetzt hier im Holland, aber ihr kennt, Holland ist überhaupt nicht so groß. Das war nur Spaß. Verstehen wir, Spaß. Ja, die Holländer. Die Niederländer, so. Jetzt haben wir es. So, heute ist der 23. Zwei Tage nach Frühlingsanfang. Schickes Haus. Name? Amrum. Amrum, Insel Amrum. Ja, da steht's. Transport, sind das jetzt zwei Schwertransporte? Ja, es sind eigentlich zwei Schwertransporte. Vorteil ist eigentlich noch, weil wir bleiben hier ungefähr bei die 3,50 Überbreite mit Regenrinnen alles drin. Also es ist etwas leichter zum Fahren. Weil wenn wir doch über Spaß reden, in Deutschland sind mehr Baustellen als in Holland. Und da müssen wir nur wegen Genehmigungsverfahren manchmal einen Umweg fahren. Aber wir kommen immer auf den Ort, wo wir sein sollen. Schickes Haus. Und das Ganze gibt es in Zierenberg und in Flensburg. Du willst mal was sagen? Ja, noch schön zu erwähnen ist, weil ich gucke gerade nach die Außenverkleidung. Wir haben ja auch spiegelverkehrt. Das bedeutet eigentlich, dass das Teil die Fenster an die Seite sind. Und das können wir also auch spiegelverkehrt bauen. Ich kann aber nicht zwei Fenster haben, zwei große. Wir haben natürlich bestimmte Wahl. Wenn man mehrere Häuser bestellt, ist das immer möglich natürlich. Aber einzelne Stücke haben wir bestimmt unsere Serienmodelle, wobei man innerhalb drinnen bleibt.
Oh, ich wollte nämlich gleich, wenn ich bestelle, dann gleich 5 bestellen, ist ja klar. Und dann geht das. Dann darfst du alles bestimmen. So, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind in... In Nieuwlösen. Die Niederlande würde ich dann doch mal sagen, um es nicht falsch zu machen. Und dieses Haus kann man auch sehen in Flensburg und in Kassel. Tschüss. Danke.